Was ist eigentlich El Niño? Das erklären wir heute einfach und in 2 Minuten. El Niño, das bedeutet im Spanischen das Kind und bezeichnet ein Klimaphänomen. Da dieses in der Regel um die Weihnachtszeit auftritt, wird El Niño konkreter als Christkind verstanden. Bei einem El Niño handelt es sich um eine erhebliche Veränderung in den Meeresströmungen des äquatorialen Pazifiks. Das Phänomen tritt unregelmäßig auf, im Durchschnitt etwa alle 4 Jahre. Was passiert hier genau? Um Weihnachten herum gibt es teils deutliche Temperaturunterschiede im Pazifik. Bei Indonesien ist das Wasser mit 28 Grad sehr warm. Vor der Küste Perus hingegen treiben Passatwinde eine Meeresströmung namens Humboldt-Strom an, welche kühles Wasser aus den Tiefen an die Oberfläche befördert. Dies sorgt im Pazifik vor Peru für kühlere Temperaturen bei etwa 24 Grad Celsius. Schwächen sich diese Passatwinde ab, kommt allmählich der kühle Humboldt-Strom zum Erliegen. Das Wasser vor Peru wird erheblich wärmer und kann sich nicht mehr mit dem nährstoffreichen, kühlen Wasser aus der Tiefe durchmischen. Ist zunächst nur das Plankton betroffen, kommt es wenig später zum Abriss ganzer Nahrungsketten. Es waren so auch peruanische Fischer, welche dem Phänomen seinen Namen gaben. El Niño führt auch zu starken Regenfällen, Überflutungen und Schlammlawinen in den Anden. Da aber El Niño auch die Zirkulation von Luftmassen maßgeblich beeinflusst, werden auf bis zu 75% der Erdoberfläche Wettermuster beeinflusst. Auswirkungen von El Niño sind unter anderem Hurricanes vor Mexiko und den USA, Trockenheit im Amazonasgebiet, Buschfeuer und Waldbrände in Australien. Regenmuster in Afrika ändern sich und können zu extremen Ernteausfällen führen, so etwa als Folge des El Niños 2015-16, welcher in Äthiopien eine Hungersnot auslöste, die 10 bis 20 Millionen Menschen bedrohte. Ganz besonders betroffen sind Robben, Seevögel und Korallen. Der starke El Niño 1996-97 führte zum Absterben von etwa einem Sechstel der weltweiten Korallenriffe. Europa bleibt in der Regel von Auswirkungen des El Niños verschont. Ausnahmen sind etwa der El Niño 1941-42, welcher einen extrem kalten Winter auslöste. Und der extreme El Niño 2015-16, welcher bei uns für die sehr warmen Temperaturen mitverantwortlich war. Für 2019 übrigens wird die Wahrscheinlichkeit eines neuen El Niños mit über 80% angegeben. Es gibt noch das weniger bekannte La Niña-Phänomen, welches wir gerne in einer weiteren Folge vorstellen werden. Für heute danken wir euch fürs Zuschauen, ganz besonders natürlich unseren 3 galaktischen Overlords, Rico, Dimitar und Tobias. Bis zum nächsten Mal und in diesem Sinne 42.